da sind Sie ja wieder, Watson. Ja, da bin ich wieder. Und es ist sehr gut, dass Sie endlich wieder da sind. Tatsächlich? Ja, denn stellen Sie sich vor, einer der außergewöhnlichsten Fälle, mit denen ich erst je zu tun hatte, wurde mir gerade brieflich angetragen. Oh, das freut mich sehr für Sie, Holmes. Danke. Und für mich natürlich auch. Das will ich meinen. Und da eine Dame, die bisher noch nicht offiziell in Erscheinung getreten ist, in Kürze hier vorstellig wird, um mich in dieser faszinierenden Angelegenheit zu konsultieren, möchte ich Ihnen die Tatsachen, soweit sie mir bereits bekannt sind, kurz schildern, bevor sie eintrifft. Wie nett. Ich bin ganz Ohr. Tee? Gerne. So. Hier, bitte. Danke, das... Heiß. Sie wissen doch, Mrs. Hudson behauptet immer, Sie können das Teewasser nicht kalt kochen. Das ist einer der Witze dieser guten Seele, über den ich noch nie lachen konnte. Oh. Sie, mein lieber Freund, jetzt rasch einzuweihen ist umso wichtiger, da Sie ja einige Wochen nicht in London waren und somit von diesem spektakulären Fall, der die ganze Stadt in Atem hält, noch gar nichts mitbekommen haben werden. Nun, ich denke, damit haben Sie recht. Ich bin mal wieder vollkommen ahnungslos. Also? Ich spiele auf den Tod von Charles Hindley vor dem Aufzug im obersten Stockwerk eines Wohnblocks in der Carrimer Terrace an. Nie davon gehört. Es wird mir im Übrigen auch selbst zugutekommen, Ihnen die Fakten bis zum heutigen Tag zu referieren. Nicht nur, um Ihre spontane Reaktion darauf zu erhalten, sondern auch, um die Dinge in meinem eigenen Kopf wieder in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Wie Ihnen sicherlich nicht neu ist, freue ich mich immer, wenn ich Ihnen helfen kann. Ja, ja. Dann schießen Sie mal los. Die Carrimer Terrace liegt, wie Sie sicher wissen werden, nördlich des Parks. Sehr richtig, das ist mir bekannt. Einer meiner Patienten wohnt dort. Ah. Ich bin mit den beeindruckend modernen Gebäuden dort daher durchaus vertraut. Dann werden Sie auch bemerkt haben, dass in diesen großen Häusern überwiegend wohlhabende Anwälte und Börsenmakler leben. Das ist mir durchaus aufgefallen, ja. Was auch nicht verwunderlich ist, denn die Wohnungen sind groß und komfortabel und erfordern viel Personal. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Tragödie ereignete sich vor 3 Tagen in Nummer 19. Welche Tragödie? Dazu komme ich jetzt. Die Wohnung im obersten Stockwerk, die einzige, um die es hier geht, wurde von einem Mann namens Raymond Trenton angemietet. Raymond Trenton? Nie gehört. Er ist 37 Jahre alt, Junggeselle und verfügt über ein beträchtliches Vermögen. Offenbar braucht er deshalb für seinen Lebensunterhalt nicht wie wir anderen zu arbeiten. Wie schön für ihn. So ist es. Und Langeweile scheint er trotzdem keine zu kennen, denn er ist stattdessen der Damenwelt sehr zugetan. Was für eine Überraschung bei einem reichen Nichtstuer. Na, Watson. Ist doch wahr. Er beschäftigt sich außerdem ein wenig mit Kunst. Ja, natürlich. Das tun sie doch alle. Also die sonst nichts zu tun haben. Und ansonsten scheint sein einziges Hobby die Elektrizität zu sein. Die Elektrizität? Ganz recht. Er scheint geradezu besessen von jeder Art neuer Technik. Tja, das fällt allerdings schon ein bisschen aus dem Rahmen des Betätigungsfeldes eines reichen Lebemannes. Deswegen habe ich es erwähnt, lieber Freund. An dem fraglichen Abend gab dieser Raymond Trenton eine kleine Party, zu der er eine überschaubare Schar äußerst respektabler Gäste eingeladen hatte. So. Jawohl. Respektabel und durchaus prominent, wie ich nicht unerwähnt lassen möchte. Oh, wen denn? Anwesend waren Lady Gradden und ihre Tochter. Ah. Eine Mrs. Rawson nebst Gatten, der ein Major ist, sowie eine Freundin von Miss Gradden namens Mary Bexford. Der letzte Name sagt mir jetzt nichts. Macht nichts, denn das ist für den Verlauf der Tragödie auch keineswegs entscheidend. Dann bin ich beruhigt. Sie ereignete sich in einer warmen Juninacht und daher waren die Fenster weit geöffnet. Es war ziemlich genau 11:30,
da ertönte plötzlich eine Art Explosion. Ach. Und alle sahen erschrocken auf. Ach, eine Explosion? Es musste entweder das oder ein Schuss gewesen sein. Aha. Jedenfalls schien dieses Geräusch aus der unmittelbaren Nähe zu den Feiernden zu dringen. Ach Gott. Trenton, der an der Salontür stand, öffnete sie und spähte hinaus. Was zum Teufel war das? Er ging den Gang hinunter, während die anderen noch verschreckt im Salon warteten. Dann bog er in Richtung Wohnungstür ab, kam jedoch bereits wenige Augenblicke später wieder mit aschfahler Miene zu den anderen zurück. Was um Himmels Willen war passiert? Gemach, Gemach. Och. Eins nach dem anderen.